Wir haben gesehen, an dem Tag der Angriffe der Terrororganisation Hamas, dass die Menschen, die zur Zielscheibe dieses Terrors wurden, so Menschen waren, wie ich es bin. Offene, liberale, humanistische und friedensliebende Menschen. Diese Menschen sind ungünstig für das Vorhaben der rechtsnationalen israelischen Regierung. Wenn die Familien dieser Opfer aufschreien, will man sie nicht hören. Die Opfer sind uns nur insoweit nützlich, als wir damit Gewalt rechtfertigen können. Es gab eine sehr emotionale Diskussion, nachdem wir über diese Angriffe erfahren haben. Und es wurde immer wieder wiederholt, es gibt keinen Kontext, keine Rechtfertigung, keine Erklärung für diese Gewalt. Im selben Atemzug sagen wir, es gibt einen Kontext für die Gewalt gegen Palästinenser. Wir können nicht auf beide Hochzeiten tanzen. Entweder gibt es keine Rechtfertigung der Gewalt gegen alle unschuldige Zivilisten, oder wir mussten dann anfangen, über Kontext immer zu reden. Ich bin von einer Holocaust-Überlebenden erzogen worden. Ich habe neulich die Worte von Margot Friedländer in ihrer Zeitung, Herr Lorenzo, gelesen, wo sie gesagt hat, es ist ein Fehler, auf die Begriffe der Vergangenheit zurückzugreifen, wenn wir über die Gegenwart reden. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nur eine einzige legitime Lehre des Holocausts gibt. Und das ist die absolute bedingungslose Verteidigung der Menschenrechte für alle. Punkt. Wer den Holocaust instrumentalisieren will, um weitere Gewalt zu rechtfertigen, hat seine eigene Menschlichkeit verwirkt.